Heute am heimischen Schnelllader steht der VW ID.3 hier mit mir und für euch. Und damit herzlich willkommen bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video auf dem Kanal. Was möchte ich denn mit euch heute machen? Ganz einfach, ich nehme euch mit auf meine Verbrauchsfahrt, schildere euch meine Eindrücke und erzähle euch so ein bisschen was, wie die Platzverhältnisse sind, vor allem natürlich, wie er sich fährt. Wir wollen herausfinden, wie effizient ist denn der ID.3 unter Normalbedingungen. Wir fahren 50% über Land, Berg und Tal, 40% Autobahn, VMAX 130 Stundenkilometer, 10% Stadtverkehr. Und dann wollen wir mal gucken, schafft er zum einen den WLTP-Wert, der versprochen ist, zum anderen, wie lange lädt er denn dann auf? Wie ist denn überhaupt die Ladeperformance des ID.3? Am Ende gibt es dann die Abrechnung, was kostet der ID.3, lohnt sich der Kauf und natürlich gibt es noch meine persönliche Meinung zum ID.3, wie er mir gefallen hat und ob ich ihn mir kaufen würde oder nicht. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, ihr bleibt dran. Vergesst den Kanal hier nicht zu abonnieren und das Ganze hier zu honorieren, dass ich für euch die Videos mache. Den Like für den Algorithmus, dass es auch in der YouTube-Suche gut kommt und den Kommentar setzt ihr, um mit mir im Anschluss an dieses Video zu diskutieren zum VW ID.3. Ich freue mich, wenn wir jetzt starten, anschnallen und dann geht's los mit diesem Video. Viel Spaß! Mit 4,26 Meter entspricht der VW ID.3 natürlich noch so dem Golfmaß. Platzverhältnisse soll er ja bieten wie der Passat. Und natürlich beim Kofferraum kann er dies nicht. Da haben wir auch eher nur den üblichen Golfstandard. Schauen wir aber dann auf die Rücksitzbank. Ja, da sieht man, ich habe erstaunlich viel Kniefreiheit und Kopffreiheit. Es gibt keinen Mitteltunnel, der stört. Selbst eine dritte Person könnte hier relativ gut sitzen. Isofix gibt es an den Außenpositionen und USB-C-Anschlüsse in der Mittelkonsole. Nur leider keine Luftaustritte. Vorne nehme ich auf Ergo Active sitzen, in unserem Fall hier Platz. Die sind super gepolstert, super bequem, toll ausgeformt, bieten guten Seitenhalt, haben eine Massagefunktion mit aufblasbarer Lordosenstütze, elektrisch einstellbar. Also hier gibt es für den Langstreckenkomfort nichts zu meckern. Auch das Lenkrad ist wunderbar in Höhe und Tiefe einstellbar. Der Blick fällt auf ein kleines Instrumentendisplay und mit dem Steuereinheit verbunden ist für das Eingangreduktionsgetriebe. Die Mittelkonsole dann geprägt von dem 10 Zoll großen Infotainment-System aus dem modularen Infotainment-Baukasten der dritten Generation. Und genau hier ist natürlich schon eine der ersten Schwächen des Volkswagen ID.3 zu verzeichnen. Denn wie wir wissen, der modulare Infotainment-Baukasten weist leider relativ viele Software-Bugs auf. Es kommt hier immer wieder zu Abstürzen des Systems oder aber zu Netzwerkproblemen bzw. sogar Ausfälle von einzelnen Assistenzsystemen. Hier in meinem Fall jedoch, muss ich zugeben, bis auf Probleme mit der Online-Konnektivität gab es hier keine Abstürze oder gar Aufhänger oder sogar Probleme mit den Assistenzsystemen. Also scheinbar kommt man hier so langsam die Probleme in den Griff. In den Griff ist auch so ein Thema beim Lenkrad. Das Dreispeichen-Lenkrad liegt sehr gut in der Hand, vor allem mit dem schönen Glattleder. Nicht so schön in meinen Augen sind die Multifunktionstasten, die hier so mit einer schwarzen Hochglanzebene so als touchsensible Felder ausgelegt sind. Gefällt mir leider nicht, sieht auch sehr schnell etwas speckig aus. Insgesamt haben wir auch sehr viel hochglanzschwarze Kunststoffe hier an den Türverkleidungen, in der Mittelkonsole, rund um das Infotainment-Display. Und das wirkt alles sehr schnell, sehr schmuddelig und mit den ganzen Fingerabdrücken. Und natürlich sind die Materialien leider auch nicht so hochwertig. Türtafeln, sehr hartes Kunststoff, auch im oberen Armaturenträger zwar aufgeschäumt, aber irgendwie sieht es einfach nicht in sich sonderlich wertig aus, wie man es von einem Volkswagen erwähnt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Kritikpunkt, da wo Führer sehr geprügelt wurde. In meinen Augen sicherlich auf alle Fälle zu Recht,
Aber auch hier, Volkswagen hat reagiert. Es wird Ende des Jahres eine leichte Modellpflege geben für den ID.3 und dann mit den aufgewerteten Innenraumdetails des ID.4. In unserer Modellbezeichnung ID.3 Pro Performance steht ja das Wort Power und Leistung drinnen. Heißt, was haben wir denn hier unter der Haube? Wir haben einen Elektromotor, der knapp vor der Hinterachse sitzt und auch diese antreibt. Also wir haben einen echten Heckantrieb, was auch ein Novum für Volkswagen ist. Abgesehen jetzt einmal vom legendären Volkswagen Käfer. In 7,3 Sekunden schiebt er Elektromotor mit einer Maximalleistung hier von 150 kW den gut 1,8 Tonnen schweren ID.3 nach vorne. Es drückt einen gut in den Sitz rein. Das spontane Ansprechen des E-Motors gefällt natürlich genauso wie das Drehmoment von 310 Newtonmeter. Überholmanöver sind hier gar ein leichtes, gerade so bis zum Landstraßentempo ist das echt angenehm und schön. Sehr gut, vor allem aber auch beim Fahren, muss man sagen, ist die Fahrwerksabstimmung hier gelungen. Wir haben hier natürlich das dynamische Chassis-Control drinnen, also die adaptiven Dämpfer. Die würde ich euch wie immer wärmstens ans Herz legen, denn man kann sie individualisieren, man kann es individuell anpassen über die vorgefertigten Parameter und dann kann man da noch ein bisschen mehr rausholen. Ja, der ID.3 ist insgesamt eher recht straff abgestimmt. Dennoch, der Komfort, den er bietet, der ist für ein Elektroauto wirklich sehr gut. Sämtliche Störelemente oder Störeindrücke wie Windgeräusche, Abrollgeräusche oder Antriebsgeräusche sind hier einfach wirklich gut gedämmt und lassen einfach nichts ans Ohr des Fahrers heran. Der kann sich aber eher dann freuen, wenn er die Audioanlage genießt. Die Audioanlage ist gut, gibt aber jetzt hier kein Dynaudio oder Harman Kardon Soundsystem, was ich ein bisschen schade finde. Da könnte man in meinen Augen noch mal was nachlegen von Volkswagen. Hörgenuss sollte ja hier nicht zu kurz kommen. Kommen wir nun zur entscheidenden Frage: Was hat der ID.3 denn verbraucht? Auf unserer Verbrauchsrunde 15,3 Kilowattstunden war der angegebene Bordcomputerwert, 16,5 Kilowattstunden dann der errechnete Wert an der Ladesäule. Damit sind wir wirklich nahe am WLTP-Verbrauch von 16,1 Kilowattstunden und so rein rechnerisch kommen wir dann mit der 58 Kilowattstunden fassenden Batterie rund 350 Kilometer weit, so bei Frühlingstemperaturen um die 15 Grad. Die Klimaanlage lief, wir haben auch natürlich Smartphone geladen, wir haben Radio gehört. Also auch Verbraucher waren am Laufen. Ich finde, das ist ein sehr guter Wert. Das zeigt auch, dass der ID.3 nicht einfach nur so im Gesamten der typische Golf ist, sondern er schafft es auch, antriebsseitig wirklich effizient zu sein. Die Batterie ladet ihr entweder an einer 11 kW Säule in 6 Stunden wieder auf oder aber ihr fahrt an einen Schnelllader, könnt dann mit bis zu 120 kW Ladeleistung dort wieder den Akku füllen in rund 35 Minuten auf 80%. Das ist in Ordnung, das ist guter Durchschnitt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bei der Ladekurve sieht es so auf, er beginnt wirklich, wenn ihr ihn ganz runtergefahren habt, zwischen 5 und 10% Restakku. Dann geht er ganz kurz hoch auf die maximale Ladeleistung und dann geht er immer so in 20 Kilowattstunden Schritten sachte wieder hinunter, um dann bei 80% so auf ungefähr 25-20 Kilowattstunden zu sinken. Somit rentiert sich natürlich auch nur bis 80% zu laden, in dem Fall auch beim ID.3. Wie schaut es denn jetzt aber aus bei den Kosten? Knapp 37.000 Euro kostet der ID.3 Pro Performance in der Basis. Mit quasi sämtlichen Ausstattungsoptionen wie Wärmepumpe, vollem Assistenzpaket, Glaspanoramadach, IQ Light, Scheinwerfer, adaptivem Fahrwerk und so weiter und so fort liegen wir dann bei 51.000 Euro. Mir hat er echt gut gefallen, der ID.3, und ich bin der Meinung, ja, trotz der Prügel, die er bezogen hat, meiner Meinung nach darf in die Sonne durchaus in Wolfsburg scheinen, denn der ID.3 ist ein echt gutes Allrounder-Elektroauto geworden und das
trotz der aktuell noch vorhandenen Mangel oder Mängel besser gesagt. Und hier sollte man vielleicht jetzt noch einen Moment warten, aber ich denke, Volkswagen wird das Ganze echt in den Griff kriegen. Ich wünsche es mir zumindest und ich wünsche es vor allem auch dem ID.3, denn er hat es verdient, jetzt in der Elektromobilität doch wirklich eine etablierte Größe zu werden. Jetzt dürft ihr mir aber eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben. Wie findet ihr den ID.3 oder vielleicht sogar welches Elektroauto ist für euch das Beste? Ich bedanke mich fürs Reinschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.